immer verdoppeln. Gut, dann stimmen wir ab über die, Durchführung der nicht öffentlichen Teile. Wer dagegen ist, möge sich jetzt melden. Wer sich enthalten will, niemand. Was? Wer dafür ist, möge sich jetzt melden? Dagegen. Ach so, okay. Ja, es geht viel einfacher. Gut, dann haben wir das so beschlossen, einstimmig. Und können mit Top 1 Berichts des Vorstands und der Pressestelle anfangen. Ich gebe mal dem Ingo das Wort. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben einige Anfragen, Interviewanfragen, die uns seit gestern, heute und auch wahrscheinlich morgen noch beschäftigen werden. Da sind wir dran, unter anderem Team Flüchtlinge, unter anderem Team Gefängnisse im Rechtsausschuss, da läuft's. Dann haben wir, wie bitte? Team Gefängnisse, der Rechtsausschuss ist dran. So, parallel zur aktuellen Pressebearbeitung kann ich über die einzelnen Projekte kurz berichten, unter anderem Hashtag Pflegestreik, eine Demonstration und Mahnwache, die am 3.9. vor dem Landtag stattfindet, die von uns unterstützt wird, weshalb wir Flyer produziert haben, die in Druck sind und wahrscheinlich Mitte dieser Woche angeliefert werden und dann am Samstag großflächig in NRW in Fußgängerzonen verteilt werden sollen. Wer da noch Lust hat, sich daran zu beteiligen, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Der Björn koordiniert das Ganze. Ja, also da gibt es schicke Flyer, kann man sich schon mal durchlesen und dann auch mitmachen. Dann haben wir uns gestern auch im Rahmen der Vorstandssitzung Gedanken gemacht zum PR-Konzept. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 4 oder 5.0. Da werden Michelle und Grumpy und die Pressestelle uns zusammensetzen und innerhalb der nächsten 3 Wochen etwas zum digitalen Papier bringen, was wir dann in der Woche nach der Plenarsitzung vorstellen wollen. Und im Prinzip war es das in aller Kürze. Genau, fertig. Gut, dann darf ich kurz mir selbst das Wort geben und für den Vorstand kurz ergänzen. Wir haben noch geredet über den Fraktionskalender, diesen Einladungskalender. Wir haben ja schon mehrere Versuche gestartet, wollen das jetzt nochmal tun. Was dazu genau kommt, konnten wir nicht besprechen, weil es waren einfach sehr, sehr viele Sachen, die wir nur kurz anreißen konnten. Aber es wird auf einer der nächsten Vorstandssitzungen dann tatsächlich auch, werden wir da weiter drüber reden. Wir bleiben da dran, wir wollen das machen. Wir haben über die Durchführung eines Sommer-Herbstfestes geredet, und zwar nicht für die verschobenes Sommerfest. ein internes hier für Mitarbeiter und MDL, sondern tatsächlich ein Fest für Gäste mit draußen und Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Dann haben wir ganz viel Orga-Kram gemacht, wer kriegt wo Zugang zu was, lalala, alles uninteressant. Wir haben ja über das PR-Konzept geredet. Wir haben über die Sachen, die wir heute in den nicht-öffentlichen Teilen besprechen, geredet. Wir haben, habe ich irgendwas vergessen? Über Geschäftsverteilung geredet. Das meintest du, ne? Auch. Okay, hier steht Geschäftsverteilung. Und wir haben über die Geschichte mit dem Auto geredet. Das ist alles, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, was hier im öffentlichen Teil zu berichten wäre. Ja, soweit. Achso, ich kann noch zwei Sachen sagen. Achso, und wir hatten noch die Geschichte mit der Vorstellung der neuen Landesdatenschutzbeauftragten. Das kann ich ja so sagen, wie es dann auch im Protokoll wahrscheinlich von gestern steht. Die Frau Block hatte gesagt, sie möchte nicht, dass ihre Vorstellung gestreamt wird. Wir haben gesagt, wer sich bei uns vorstellt, wird gestreamt. Woraufhin wir nochmal mit ihr telefoniert haben, haben das nochmal klargestellt. Sie sagt weiterhin, dass sie nicht kommen wird, wenn wir die Sitzung streamen, in der sie sich vorstellt. Und dementsprechend finden wir das sehr schade, aber wird Frau Block sich heute nicht vorstellen. Der Grumpy möchte dazu auch noch was sagen. Ich habe diesbezüglich halt gestern noch mit Frau Block telefoniert, habe ihr dann auch nochmal entsprechend eine E-Mail geschrieben. Halt diese, ich nenne es jetzt mal, Patt-Situation, die wir da haben. Wir selber haben halt im Vorstand gestern einstimmig beschlossen, dass wir sagen, bei Kandidaturen für öffentliche Ämter
ist halt eine Dokumentation per Stream und Aufzeichnung halt nicht nur wünschenswert, sondern halt auch adäquat und angebracht. Und ich habe gerade eben noch mal kurz mit Frau Block gesprochen. Ich habe sie getroffen hier heute Morgen. Und es ist halt auch einfach, ich kann es auch verstehen, muss ich persönlich sagen, wenn man halt sagt, solange ich halt nur kandidiere, ist das halt noch was anderes. Hier prallen einfach zwei Welten aufeinander. Und von daher würde ich sagen, das ist dann halt so. So viel dazu. Ich würde ja gerne das Protokoll von diesem Handy hier ablesen. Leider ist dieses verbunden immer in Vollbild und ich sehe überhaupt nichts. Das ist total schlau. Wir müssen das für Handys mal optimieren. Ja, ein letztes noch, was mir gerade einfällt, weil es steht da oben in der Ecke, habe ich übersehen. Wir, zum Thema Auto, wir haben darüber geredet und wir wollen jetzt erstmal einen Monat und angedacht ist zweimonatige Testphase machen, gucken, wofür wir das Auto überhaupt brauchen. Dazu eventuell einen entsprechenden Service anmieten, dass wir nicht sofort diese Investition tätigen müssen oder einen Mitarbeiter einstellen müssen. Und wenn wir sehen, dass sich das lohnt, mit dem Rumgefahre und mit der Öffentlichkeitsarbeit, dann wollen wir darüber nochmal reden. So, das ist alles, was auf meinem Zettel steht. Wenn ich was vergessen habe, darf gerne ergänzt werden von den anwesenden Gästen. Gut, gibt es Fragen? Auch nicht mehr? Dann. Also die Frage ist, wird irgendetwas noch passieren in Hinsicht auf die Nachbereitung der Geschichte Einladung Frau Block? Meine Frage ist, was du damit meinst mit Nachbereitung? Ja. Wir haben die Dame eingeladen, weil uns es wichtig ist zu erfahren, welche Prioritäten sie setzt. Jetzt findet dieses Treffen nicht statt und ich frage mich, ob dann noch von der Fraktion irgendeine Handlung vorgesehen ist und wenn es nur in Richtung, das öffentlich zu bekunden ist, wie es gelaufen ist. Also man kann da sicherlich noch mehr machen, wenn man wollte, aber einfach generell die Frage, ist da noch etwas angedacht? Ja, gleiche Thema. Gut, der Vorstand hat beschlossen, die Dame nicht zu hören, beziehungsweise sie auszuladen quasi, wenn ich das, oder wie? Sie hat beschlossen, nicht zu kommen, weil der Vorstand beschlossen hat, ohne Stream läuft hier gar nichts. Sorry, ich möchte hier, wir als Abgeordnete, sei es drum, auch innerhalb der Fraktion, werden im Landtag Nordrhein-Westfalen zu einer entsprechenden Wahl gebeten, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und ich möchte die Gelegenheit haben, sonst werde ich das jetzt sofort tun und werde Frau Block persönlich aufsuchen bzw. einladen. Und für die Interessierten, die dann vielleicht Frau Block Fragen stellen möchten, um ihre Meinung bezüglich Frau Block zu bilden, dann einen Termin machen. Ganz einfach. Weil, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einer wichtigen Position, für uns auch wichtigen Position, wie der Landesdatenschutzbeauftragten, es in der Güterabwägung so aussehen kann, dass, wenn kein Stream, dann kein Hör oder kein Frag, sorry Leute, finde ich ehrlich gesagt nicht gut, um es mal ganz klar zu sagen, ich finde es unmöglich, jetzt hier die Befragung von Frau Block von der Streamfrage abhängig zu machen. Nee, also dann möchte ich das hier abgestimmt wissen, ob die Fraktion das insgesamt so sieht, dass also mit Sicherheit zukünftig die Landesdatenschutzbeauftragte hier im Vorfeld vor der Wahl im Landtag Nordrhein-Westfalen nicht gehört werden soll, weil sie nicht gestreamt werden möchte, bevor sie nicht ein Amt bekleidet. Frank? Ja, ich glaube, aber das war eben doch relativ klar gesagt. Wir haben Sie eingeladen. Wir sehen das als Piratenfraktion absolut notwendig, wie Grumpy das ausgeführt hat, dass jemand, der sich für ein offizielles, öffentliches Amt bewirbt, natürlich auch im Stream hier dann sich vorstellt. Das wollte sie nicht. Die Entscheidung, denke ich, müssen wir respektieren. Wir können sie ja nicht zwingen. Und damit ist das für den Moment
für heute, glaube ich, erstmal durch das Thema. Wir werden sicherlich uns weiter Gedanken dazu machen. Ich sehe aber auch nicht, dass wir jetzt die Fraktionssitzung in dem Moment sprengen, eine ganze Menge andere Sachen noch da drauf, um jetzt hier das auszudiskutieren. Wir werden sicherlich uns weiter damit beschäftigen und das wird auch höchstwahrscheinlich auf das Plenum noch einen Einfluss haben, das nächste Woche stattfindet, nicht jetzt. Insofern, wir werden uns Gedanken machen, aber wir können das jetzt hier nicht frei ausdiskutieren, die Zeit haben wir heute einfach nicht. Jetzt stehe ich selber auf der Liste. Ich möchte zwei Informationen geben. Erstens, Frau Block hat gesagt, solange sie nicht Person öffentlichen Interesses ist, wird sie sich hier nicht im Stream vorstellen. Wir haben bis jetzt bei allen Kandidaturen zu Personen, die sich auf ein Amt beworben haben, darauf bestanden, dass gestreamt wird. Es hat bis jetzt nicht einer gesagt, und also wir haben keinen nicht gestreamt, so, ja. Das sind Kandidaturen. Ich meine, die Frau wird nicht nur Landesdatenschutzbeauftragte, sondern auch Beauftragte für Informationsfreiheit. Und ist ein bisschen schwierig, wenn man diese Argumente dann hier nur im internen Kreis hören kann. Unbenommen dessen, die Abstimmung gestern war einstimmig im Vorstand, die Diskussion war relativ kurz und war sehr einmütig. Und es steht ja jedem frei, sich an Frau Block zu wenden und der Frau nochmal persönlich Fragen zu stellen. So ist es ja nicht, nur die Öffentlichkeit wird davon nichts mitkriegen. Und unser Credo bis jetzt war immer, dass bei Kandidaturen auf öffentliche Ämter wir die Leute auch öffentlich befragen. Jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kämen wir jetzt zum Top 2. Nochmal gucken. Nein? Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Anträgen fürs nächste Plenum. Wir haben viele Anträge, wir müssen ein bisschen zackig machen. Ich versuche das mal, also es wäre nett, wenn wir das so auf 5 Minuten pro Antrag hinkriegen könnten. Wir haben ja noch Gäste. Erster Antrag. NRW braucht ein Landesluftverkehrskonzept von Olli. Ausschussüberweisung in A2er 12 Block 1 Rede. Der Olli mag das kurz vorstellen. Um es kurz zu fassen, an dem Antrag wurde seit Freitag nichts geändert. Das heißt, es ist immer noch genau der gleiche Antrag von Freitag. Den Antrag haben wir in Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe von Piraten im ganzen Land verteilt erstellt. Er basiert auf dem LPT-Positionspapier, was beim letzten LPT angenommen wurde. Das war der letzte, ne? Und er eröffnet schön im Landtag erstmals, weil sich Rot-Grün da nicht rantrauen, obwohl sie im Koalitionsvertrag stehen haben, den Bereich Landesluftverkehrskonzept. Und das wird sehr spannend werden. Ich freue mich da nicht nur auf die Rede, sondern auch auf das, was darauf folgt. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu dem Antrag? Ich sehe den Grumpy. Ich möchte nur kurz ergänzen. Ich habe alle Anträge auch noch mal in der Referentenrunde besprochen gestern. Und dieser gilt zeitlich technisch als sehr gut für genau dieses Plenum einbringbar. Weitere Fragen, Anmerkungen sehe ich jetzt nicht. Dann können wir darüber abstimmen, ob wir diesen Antrag ins Plenum bringen. Dann bitte ich diejenigen, die dafür sind, dass wir diesen Antrag bringen, jetzt um Wortmeldung. Per Handzeichen, Entschuldigung, Wortmeldung. Nein, bloß nicht Wortmeldung. Bitte ums Handzeichen. Es ist einstimmig. Gut. Kommen wir zum... Du bist um einen Antrag verrutscht. Oh, stimmt. Ich dachte schon, das wäre hier die Darstellung auf dem Handy, aber... Okay, nächster Antrag. Lehrerrufe statt Lehrerversprechen, Breitbandausbaublockade von Bauminister Groschek beenden, Zukunft mitdenken und einbauen, Antragsteller Oliver Bayer und andere, direkte Abstimmung Block 1. Olli. Ja, das ist ein Antrag direkte Abstimmung, der aus Aktualitätsgründen in dieses Plenum kommt bzw. geschrieben wurde. Der ist leider nicht mehr in genau der Form, wie wir sie am Freitag hatten. Da wurde noch einiges dran getan. Einiges heißt auch ein bisschen mehr als ein Satz umgestellt. Und passt jetzt in der aktuellen Form als Einzelantrag. Also wir könnten ihn so im Plenum behandeln an irgendeiner Stelle.
oder wir könnten den Antrag auch im Rahmen der Haushaltsrede behandeln. Das ist beides in der jetzigen Form möglich, so wie er jetzt dasteht. Hintergrund ist, dass die Landesregierung, besonders das Bauministerium, scheinbar keinen Plan haben, was sie mit den Leerrohren anfangen sollen und warum sie die auf Vorrat verlegen sollen. Und deshalb haben wir das im Antrag hier an dieser Stelle einmal aufgegriffen. Fragen und Anmerkungen? Grumpy. Inhaltliche Rückfrage und technische Rückfrage. An Antrag Ed schon durchgegeben, das ist die technische. Und dann vielleicht eben bitte die inhaltlichen Änderungen, weil ihr habt den ja, glaube ich, auch schon am Freitag, als ich im großen Funkloch in Hagen war, wo der Breitbandausbau nicht so richtig funktioniert. Glaube ich, habt ihr den ja auch schon besprochen, oder? Ja, den haben wir Freitag schon besprochen. Erstmal, er wurde auch heute Morgen, weil Stefan Hochstein nochmal drüber geguckt hat, an Antrag Ed und an die Abgeordneten gesendet. Und wir haben, ja, wir haben als Änderungen dort einmal ein paar fachliche Sachen mit aufgenommen, vor allem in dem Prosatext, die nochmal darstellen, warum das wichtig ist, auch wenn man noch nicht so genau Bescheid weiß. Ansonsten haben wir den Antrag an vielen Stellen stark gekürzt auf das Notwendigste, weil es ist ja kein Antrag, der jetzt unglaublich lang sein soll. Ganz am Ende, ich glaube, der Beschlussteil ist sogar noch relativ, relativ so geblieben, ja, war. Okay. Genau. Ja, das war die Kurzform. Ich kann auch noch ansonsten nochmal Details beantworten. Wir haben auch so kleine Sätze mit reingepackt, wie dass auch Freifunker tatsächlich diese Leerrohre nutzen können. Das steht in seinem Halbsatz jetzt drin. Das hört sich jetzt etwas komisch an, aber diese Leerrohre sind eben halt nicht dafür da, wie es scheinbar im Bauministerium überlegt oder wie es im Bauministerium umherschwirrt, dass ein bestimmter Anbieter die dann nutzt und ein Netz aufbaut, sondern das Tolle an diesen Leerrohren ist ja, dass sie unabhängig von Telekommunikationsanbietern verlegt werden. Jeder kann sie nutzen, natürlich normalerweise gegen Geld, also Mieten. Das heißt, die Leerrohre bringen auch noch Geld nachher. Sorgt also dafür, dass wir keine Monopolbildung haben und dass ländliche Bereiche tatsächlich auch wahrscheinlich viel schneller angeschlossen werden, als wenn sie erstmal darauf warten, bis irgendein Anbieter meint, er könnte dort was verlegen. Generell ist natürlich so, dass wenn man Leerrohre verlegt, immer wenn man eine Straße aufreißt, man natürlich insgesamt Zeit, Geld und vor allem Dreck und Baustellen spart. Was diese Freifunker betrifft, wenn auch dort oder Bürgernetze oder sonst was, auch dort kann man halt so dann diese Leerrohre verwenden, weil es gibt ja mehrere Adern oder mehrere Durchgänge. Und für die Überbrückung von kurzen Strecken ist das genauso geeignet, mal für eben 800 Meter, als auch für die Anbindung ganzer Gemeinden. Dietmar. Also, ja, richtig verstanden, direkte Abstimmung. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum das? Dann hat er eine Halbwertszeit von einer Woche von jetzt angerechnet. Es gibt ja noch einen Glasfaser-Ausbauantrag, der im Grunde das große Ganze beleuchtet. Und das hier ist, nochmal direkt auf die Leerrohre zu gehen, hat auch mit einer gewissen Aktualität, es gab ein paar Pressemeldungen dazu, damit zu tun, dass das jetzt im Grunde der Antrag jetzt im Ministerium aktuell ist. Wenn wir da ein bisschen warten und noch irgendwie eine Anhörung oder sonst was machen würden, kämen wir in einen Zeitbereich, wo das Landesministerium bereits
ich sage mal so, Nägeln mit Köpfen beim Ausbau des Breitbands mit privater Unterstützung hat. Das heißt, dann geht es nicht mehr darum, dass die öffentliche Hand diese Leerrohre verlegt und dann verschiedene Telekommunikationsanbieter dort reingehen können, sondern dann geht es ganz konkret darum, welcher Telekommunikationsanbieter baut wo aus. Dann sind wir in einem ganz anderen Bereich. Dann müssen wir wieder anders ansetzen. Das heißt, die Forderung sollten wir jetzt erheben. Gut, der Dietmar nochmal. Ich bitte, auf die Zeit zu achten. Ja. Nicht wegen dir, sondern weil... Auch Olli. Ja, gut, Olli. Also die Argumente kann ich nachvollziehen. Die Meldungen über die Leerrohrgeschichte und außerdem haben wir ja WLAN, ne? Das war, glaube ich, das Gegenargument, es gibt doch WLAN, die ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen alt, also so ganz so brandaktuell ist das nicht, das war irgendwo, ich glaube, vor 5 Wochen etwa, ne? 4, 5 Wochen ist es, glaube ich, her, als die Diskussion aufkam. Also ich finde das Thema ehrlich gesagt zu wichtig, als dass wir es in einer Woche versenken sollten durch die direkte Abstimmung. Es wird nichts passieren. Es wird einfach nichts passieren. Der Hype, der medial da war, der ist verpufft, der wird nicht nochmal aufleben, meine Auffassung. Kann sein, dass es anders ist, glaube ich aber nicht. So, und dann ist das Ding weg. Das wird auch nicht ersetzt durch diese Glasfasergeschichte. Und von daher fände ich ehrlich gesagt eine Kombination dann vielleicht im Rahmen der Ausschussbehandlung sinnvoll und richtig und wahrscheinlich auch zielführender, zumal man in dem Falle, macht es dann, glaube ich, sogar Sinn, die Sache auch im Ausschuss, ob nun über Anhörung oder nicht, auch noch mal weitergehend bespielen kann. Wir können auch noch andere Dinge machen, aber die Lehrergeschichte als solche, die ist dann weg, meines Erachtens. Also von daher, ich fände es schade, wenn die weg wäre. Ja. Gut, machen wir Nägel mit Köpfen, hätte man Freitag drüber reden können. Wir machen jetzt eine Abstimmung. Wer dafür ist, dass wir diesen Antrag nicht als direkte Abstimmung einbringen, der möge bitte sein Handzeichen jetzt geben. Wer möchte, dass der nicht direkt abgestimmt wird, möge sich jetzt bitte melden. Machen wir die Gegenprobe. Wer dafür ist, den direkt abzustimmen, möge sich jetzt bitte melden. Wartet bitte nochmal. Macht irgendwie Sinn. Monmi. Jetzt ein Patt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Leute sehe ich, die... 8 zu 7. Dafür sind nicht direkt abzustimmen. Direkt abstimmen sagen 8 Leute. Die Empfehlung an den Olli ist damit 8 zu 7 direkt abstimmen zu lassen auf dem Antrag. Da müssen wir noch darüber abstimmen, dass wir diesen Antrag überhaupt einbringen. Hätte man vorher machen können, na gut. Ich verweise darauf, dass wir am Freitag ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung dafür waren, diesen Antrag einzubringen und frage jetzt ab, wer ist dafür, dass wir den Antrag im Plenum stellen? Der möge sich melden. Warte bitte. Das ist einstimmig, wenn du dich auch meldest. Ja. Ja. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Top. Tagesordnungspunkt einzubringen Nummer 3. Mehr Pflegepersonal für eine menschliche Versorgung und Patientensicherheit. Antragsteller Daniel Düngel und andere. Ausschussüberweisung in den A01 Block 1. Dazu haben wir keine Änderungen vereinbart und wir haben ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung dafür gestimmt, den einzubringen im Freitagsmumble. Allerdings war dort auch der Antragsteller nicht da, genauso wie jetzt. Möchte den jemand vorstellen, den Antrag? Mehr Pflegepersonal für eine menschliche Versorgung und Patientensicherheit. Dann die Moni. Ja, ich glaube, da ist eine Menge zu gesagt worden. Das hängt ja mit dieser Aktion da am Samstag zusammen. Und wenn das gewünscht ist, sage ich noch mal was dazu. Aber ich, ne, wenn da noch einer das kritisch sieht, ansonsten würde ich den gerne einfach abstimmen. Gut. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir diesen Antrag ins Plenum einbringen. Wer dafür ist, möge sich jetzt bitte melden.
Das ist einstimmig. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt einzubringen. Deutschland ist ein Aufnahmeland. Antragsteller Frank Herrmann, Ausschussüberweisung in A09, A01, A19, Block 1. Auch hier der Hinweis, ohne Gegenstimmen, ohne Enthaltung am Freitag für die Einbringung. Und es gab noch zwei vereinbarte Veränderungen. Der Frank mag dazu sicher was sagen. Ja, da ging es hauptsächlich darum, ein bisschen nochmal den NRW-Bezug herauszustellen. Das haben wir gemacht. An vielen Stellen im Antrag, wo es sich halt angeboten hat. Sonst von der Struktur her und von der Grundaussage ist er aber gleich geblieben, nämlich das Bekenntnis letztlich zu einem Aufnahmeland zu fordern, auch in der Diskussion zu fordern, auch die Unterscheidung nach verschiedenen Flüchtlingen nach Herkunftsländern zu unterlassen, steckt hier auch drin. Und hier in unserem Land, in Nordrhein-Westfalen, halt dafür zu sorgen, dass wir nicht nur kurzfristig in Zelten, wie es ja jetzt sein muss, sondern halt mittel- und langfristig für nicht nur Unterkunft sorgen, sondern für Integration sorgen, dass wir uns darauf vorbereiten mit ganz vielen Dingen, die im gebaut gehören, dass wir uns also wie gesagt grundsätzlich als Land einstellen, dass wir Menschen aus anderen Ländern hier aufnehmen. Ich hatte gerade kurz mit Oliver gesprochen und hatte schon eine Rückmeldung vom Bereich Arbeit. Wir haben den Antrag in den A01 gedacht, dass er da auch rein soll. Da hätte ich jetzt eine Frage, vorausgesetzt, dass er auch weiterhin positiv angenommen wird und positiv abgestimmt wird. Wie Toso dazu steht oder Olaf oder zum Thema A01 bei diesem Ausschuss oder ob es andere Fragen gibt, die ich noch beantworten kann dazu. Wollt ihr direkt antworten oder dann los? Danke. Ja, ich finde, das ist richtig aufgehoben, ist definitiv ein Sozialthema und gehört dementsprechend also nicht in Arbeit oder Gesundheit, sondern halt in Soziales und ist dann als mitberatender Ausschuss bei uns auf jeden Fall gut aufgehoben. Dann hätte ich jetzt den Nico. Ja, danke. Das hier kam jetzt nur so als Idee, ich weiß nicht, für die Überschrift, weil es gibt ja die Diskussion um sichere Herkunftsländer, ob man das damit reinspielen lassen will, auch vor dem Hintergrund der Krawalle und der Ausschreitung jetzt. Da müsste man die Überschrift ein bisschen abwandeln. Da könnte man sagen, Deutschland muss sicheres Aufnahmeland werden. War jetzt gerade so ein Gedanke. Ich weiß nicht, das musst du beurteilen, ob das eine Verbesserung darstellt oder gar nicht geht. Ich wollte es nur jetzt mal reinwerfen. Wenn es nichts ist, dann können wir da auch drüber hinweggehen. Frank? Danke für den Punkt. Also hier der Antrag soll sich ganz klar nur mit der politischen Verantwortung beschäftigen als Aufnahmeland. Das soll nichts mit dem Thema Sicherheit und sowas zu tun haben. Wir haben ganz viele Menschen, die Menschen aus anderen Ländern hier willkommen heißen und die denen helfen und so weiter. Mit unseren Bürgerinnen und Bürgern haben wir ja hier in Nordrhein-Westfalen sehr wenig Probleme. Im Gegensatz, wir haben eine riesengroße Hilfsbereitschaft. Hier geht es um die politische Verantwortung, das heißt um das, was auf der Regierungsseite und in einzelnen anderen Stellen der politischen Welt passiert. Was du ansprichst, das Thema sichere Herkunftsländer und was daraus resultiert, da hat die CDU einen Antrag in diesem Plenum und haben wir einen Entschließungsantrag, der sich dann explizit auch mit diesem Thema Sicherheit und auch in NRW beschäftigt. In Vorbereitung. Da würden wir das reinbringen wollen. Ja. Nico nochmal? Ja, ganz kurz. Ja, klar. Es nimmt ja sozusagen diese Debatte sozusagen ironisch auf und weist darauf hin, dass wir hier mal für sichere Verhältnisse für die Geflüchteten sorgen müssten. Ja. Deswegen finde ich es jetzt an der Stelle durchaus auch jetzt nicht abwegig, so wie du. Also,
es ist halt nur eine Anspielung darauf, eben, dass die Politik in der Pflicht ist, hier für Sicherheit zu sorgen, gerade die CDU und die anderen, die immer sagen, Sicherheit, Sicherheit, da haben sie doch jetzt mal was, worum sie sich kümmern könnten, und sie tun es nicht. So, das könnte man in der Überschrift sozusagen ironisch aufnehmen, muss man aber nicht. Damit will ich es dann auch bewenden lassen. Gut, Dietmar. Ja, im Feststellungsteil, Frank, im ersten Bullet Point wird genau die Intention des Antrags aus meiner Sicht einfach nicht klar, sondern wer das liest, sagt, die Politik hat zwar versagt, das steht da, ja, die Politik der Abschreckung, Abwehr ist gescheitert, wenn man es aber dann weiterliest, ist eben die Politik zwar schuld, aber die Aufnahmegesellschaft ist es, die hier fehlt. Und das finde ich nicht gut. Da wäre schön, wenn wir das vielleicht noch ein bisschen besser herausstellen könnten. Ansonsten, go. Möchtest du noch was sagen, Frank? Oder ist? Ich denke, dass der Antrag jetzt sehr vielschichtig ist und sehr viele Aspekte hat, über die man sehr intensiv im Ausschuss diskutieren wird, hoffe ich. Deswegen wird es ja auch eine Ausschussüberweisung. Und ich glaube, dass wir den jetzt so lassen sollen. Danke für den Punkt Sicherheit. Ich würde ihn da gerade in der Überschrift jetzt so schnell nicht reinnehmen wollen. Moni? Ja, würde mich freuen, wenn ihr dem zustimmt. Entschuldigung. Ich möchte euch bitten, euch den Antrag noch mal zu prüfen. So sprachlich. Da noch mal drüber zu gehen. Okay. Gut, ich sehe keine weiteren. Da habe ich ja Glück gehabt, dass das so leise war. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir diesen Antrag ins Plenum einbringen in einer sprachlich geänderten Form. Der Frank wird gleich sicherlich noch eine Tischvorlage rumgeben oder sowas. Okay. Wer dafür ist, dass wir diesen Antrag ins Plenum einbringen, der möge nun sein Handzeichen geben. Jetzt ist es einstimmig. Gut, nächster Punkt. Nächster Tagesordnungspunkt zum Einbringen. Informationsfreiheit darf nicht an der Universitätstür Halt machen. Landesregierung muss endlich für Transparenz sorgen. Antragsteller ist die Piratenfraktion. Ausschussüberweisung in A9, A10, Block 1. Auch hier der Hinweis, ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme zum Einbringen ins Plenum abgestimmt am Freitag. Allerdings sollte noch ein Satz hinzugefügt werden, der sich mit dem Transparenzgesetz beschäftigt. Es gab heute Morgen eine neue Version dieses Antrags, die ist rumgeschickt worden, da ist dieser Satz drin. Wer möchte etwas zu diesem Antrag sagen? Der Olli meldet sich. Ich sage dazu, eigentlich sollte der Satz raus. innen, also Frank und ich haben uns damit beschäftigt, und der ist jetzt einfach sozusagen stark umformuliert, sodass wir alle zufrieden sind, zumindest die, die am Antrag mitgearbeitet haben. Transparenzgesetz also drin, wird aber explizit auf Hochschulpolitik bezogen, dieser Satz. Insofern passt das dann. Ja, das ist das, was inhaltlich geändert wurde. Es gab noch 2, 3 sprachliche Sachen, und ansonsten ist er wie Freitag. Gut, gibt es dazu weitere Wortmeldungen, Anmerkungen, Fragen? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir diesen Antrag ins Plenum einbringen. Wer dafür ist, möge seine Zustimmung per Handzeichen bekunden. Das ist nicht einstimmig. Jetzt ist es doch einstimmig. Gut. Der nächste Top lautet, Netzneutralität ist zum Abschluss freigegeben. Pläne von EU-Kommissar Oettinger lassen das freie und offene Internet sterben. Antragsteller Nikolaus Kern, Daniel Schwert, Lukas Lammler, direkte Abstimmung, Block 1. Hier der Hinweis, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung am Freitag empfohlen, diesen Antrag einzubringen mit 2 vereinbarten Änderungen laut Protokoll. Ich schätze mal, der Nico möchte was sagen. Ja, ich weiß nicht, ob wir da groß diskutieren müssen. Die Überschrift sagt schon alles. Wir hatten Änderungen vorgenommen, die der Daniel vorgeschlagen hatte. Die sind umgesetzt. Weiterer Änderungsbedarf wäre mir jetzt nicht bekannt. Sonst müsste das hier nochmal wiederholt werden.
Ich kann kurz sagen, im Feststellungsteil Punkt 5 war die Frage, ob ähnliche Maßnahmen konkretisiert werden könnte. Also mit Beispielen vielleicht untermauert. Okay. Gut. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich ab, wer dafür ist, dass wir diesen Antrag ins Plenum einbringen, der möge das jetzt mit einem Handzeichen bekunden. Das ist einstimmig. Nächster Top. Ohne Glasfaserstrategie verhindert die Landesregierung den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft. Antragsteller ist die Fraktion in Gänze. Ausschussüberweisung in A18. Block 1, es soll eine... Ja, gut, das stand nicht in dem Protokoll von Freitag. Dann ist der Daniel Schwert natürlich noch dabei. Es soll Block 1 debattiert werden und eine Anhörung kommen. Hier der Hinweis, dass das Patch ständig ausgeht. Hier der Hinweis, dass auch hier wieder ohne Enthaltung, ohne Gegenstimme vorgeschlagen wurde, den Antrag einzubringen ins Plenum. Wer möchte den vorstellen? Der Herr Grumpy. Vielen Dank. Ja, dies ist ein Referentenantrag, der entstanden war sozusagen für die lang- und mittelfristige Sicht. Und denn die, ich sage immer, diese angekündigten 50 Mbit seitens der Regierung Kraft sind, ja, ich würde sagen, 2015 so mehr oder weniger ein Scherz. Und die Gigabit-Gesellschaft auszurufen, ist bei dieser nicht vorhandenen, der Erkennung der Möglichkeiten der Digitalisierung und dieser wahnsinnig nicht vorhandenen Umsetzung und der Erkenntnis einfach gut und richtig. Es gab dazwischendurch noch einmal kurz die Rückfrage, ob wir diesen Antrag direkt abstimmen lassen. Nein, würde ich vorschlagen, denn genau dieser Antrag ergänzt das, was Creon auch schon gerade sagte, dass wir einmal den direkten Hinweis haben aufgrund der wahnsinnig tollen PM des Leerrohrkrepierers Groschek. Und dieser Antrag ist dann die folgerichtige Ergänzung, um halt auch entsprechend in den Ausschüssen behandelt zu werden und im Bereich A18. Daniel hatte da auch noch mal kurz mit Linus drüber gesprochen. Und halt dieses Produkt der Sommerpause wird von allen, die daran mitgewirkt haben, als gut und richtig und abstimmungswürdig gehalten. Vielen Dank. Fragen und Anmerkungen? Sehe ich keine, dann machen wir es jetzt hier umgekehrt. Wer dagegen ist, diesen Antrag ins Plenum einzubringen, der möge jetzt aufzeigen. Wer möchte sie hier enthalten? Einstimmig. Es geht viel schneller. Sehr gut. Nächster Top. Internetanschlüsse müssen halten, was sie versprechen. Antragsteller auch hier, die Fraktion. Direkte Abstimmung. Block 1. Wir haben am Freitag über diesen Punkt nicht gesprochen. Möchte Ihnen jemand vorstellen? Herr Grumplinger. Auch dies ist ein Referentenentwurf. Hier gibt es noch einen Teilbereich, der ärgerlicherweise zeitlich nicht so richtig reinpasst. Und zwar ist das der Bereich des Verbraucherschutzes. Da bitte ich vielmals die entsprechende Abgeordnete um Verzeihung. Denn es ist ja auch so, wir hatten ja jetzt in der Praxis, vorletzte Woche, glaube ich, war es, dieses wunderschöne Beispiel mit einem Internetdienstleisteranbieter hier in diesem Land. Und auch in anderen... Ein Kabel kaputt. Zuerst war nur ein Kabel kaputt und das zog sich dann von Stuttgart über Frankfurt bis nach NRW. Ein langes Kabel. Und er ist halt ebenfalls über etwas einen längeren Zeitraum entstanden und dient ganz einfach nochmal auch dazu, hier entsprechend politisch das Signal zu senden und zu setzen, dass man hier auch dafür zu sorgen hat, dass die Dinge dann einfach laufen, wenn sie einmal laufen. Gibt es zu dem Antrag Fragen oder Anmerkungen? Du musst jetzt deinen eigenen Wortbeitrag noch schnell protokollieren, ist klar. Gut, das sehe ich nicht. Dann bitte ich auch hier um Abstimmung. Wer dagegen ist, den Antrag einzubringen, möge sich jetzt melden.
Wer sich enthalten will, möge sich melden. Dann ist er einstimmig angenommen. Nächster Antrag. Ohne Wahl keine Demokratie. Das Wahlverfahren des oder der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit muss für alternative Kandidaten geöffnet werden. Antragsteller bisher keiner. Ist ein Referentenentwurf, also die Fraktion in Gänze. Ausschussüberweisung an A09 Block 1. Vorstellung hat am Freitag der Frank übernommen. Es gibt einen Kommentar, lalalala. Wording Titel, gut, das ist schon geändert. Dann, wer möchte den Antrag vorstellen? Moni. Also wir haben am Freitag beschlossen, dass das vielleicht nächste Woche nicht der allergünstigste Zeitpunkt ist, diesen Antrag einzubringen. Wir haben darüber diskutiert und wenn ich das richtig sehe, war der Trend eher so, das jetzt an dieser Stelle nicht zu tun, sondern tatsächlich, was hast du gesagt, wenn das neue... Ja. Dann jetzt der Frank. Ja, gibt es vielleicht schon auch eine Entwicklung? Ich fände eigentlich gut, wenn wir den Antrag abstimmen könnten und uns mit dem Thema auch dann beschäftigen. Ich möchte einen Vorschlag machen zum Änderungen im Beschlussteil, weil das finde ich nicht gelungen. Das versuchen wir gerade hier per E-Mail zu klären, weil da zwei Dinge vorgeschlagen werden, die grundsätzliche Öffnung plus Vorschlagsrecht der Fraktionen. Ich finde, die grundsätzliche Öffnung für den besten Bewerber ist das richtige Ziel. Das sollte da drinstehen. In der Richtung sollte der Antrag meiner Meinung nach geändert werden. Und dann könnten wir das jetzt auch diskutieren. Im Plenum meine ich jetzt. Der Grumpy? Aber ich bin da offen für Anregungen. Genau, und weil du offen für alles bist, habe ich das Ganze auch schon gestern in der Referentenrunde kurz durchgesprochen. Und sowohl ich als auch die Referentenrunde sehen da eigentlich keinen weiteren Handlungsbedarf. So wie er da steht, ist er aus Sicht der Referentenrunde und meiner Wenigkeit abstimmbar. Aber die Sache mit dem Zeitpunkt, gerade im Zusammenhang mit der Möglichkeit, im Nachgang des Vorstellungs- und anstehenden Wahlverfahrens von der Kandidatin für die Stelle des LDI, wäre das vielleicht noch der einzige Punkt, den man dann jetzt diskutieren könnte. Ich selber könnte mir vorstellen, den genau aus diesem Grund erst im nächsten Plenum zu behandeln. Der Toso. Also die neue Datenschutzbeauftragte wird ja jetzt gewählt bzw. bestätigt im Endeffekt nur. Wenn wir den Antrag jetzt reinbringen, erklärt das eventuell das Abstimmverhalten, was wir so an den Tag legen. Im nächsten Plenum ist das kein Thema mehr. Genau. Dann brauchen wir den Antrag nicht unbedingt reinzubringen. Also entweder jetzt oder lassen. Der Frank nochmal. Nur zur Erklärung, es gibt ein ganz anderes Fenster, das ist allerdings tatsächlich in 12 Monaten, weil das Landesdatenschutzgesetz zur Evaluierung ansteht Ende nächsten Jahres. Und in dem Zug wäre sicherlich eine Gesetzesänderung diskutabel. Der Fokus ist natürlich dann, also ein Aufmerksamkeitsfenster ist jetzt was ganz anderes als in einem Jahr, das ist auch ein Punkt. Die Lara meldet sich. Also ich möchte eindeutig dafür plädieren, dass dieser Antrag jetzt eingebracht wird. Die Wahl ist jetzt. Jetzt ist das ein Thema, also muss man das jetzt auch kritisieren, bespielen. Die Entscheidung, auf das Streamen zu bestehen und die Dame damit dazu zu bringen, abzusagen, das ist doch in einer Logik. Also jetzt haben wir kritisieren, dass es keine Anhörung gibt.
einer möglichen Kandidatin oder eines möglichen Kandidaten in diesem Antrag. Wir fordern das ein. Wir gehen so weit, dass wir darauf bestehen, dass diese Fraktionssitzung gestreamt wird mit der Kandidatin. Dann ist für mich einfach jetzt die logische Schlussfolgerung, dass der Antrag jetzt eingebracht wird oder nicht. Im nächsten Jahr gibt es in der Tat also soll die Berichtspflicht aus dem Landesdatenschutzgesetz herausgenommen werden. Das wird in einem mehreren Artikelgesetz der Fall sein und wahrscheinlich nicht wahrnehmbar. Also ich sehe dafür keine Öffentlichkeit. Also das kann man natürlich dann mal in den Raum werfen, aber dann wird es auch nicht wahrgenommen werden. Danke. Nach der Abstimmung würde ich unterbrechen. Okay, keine weitere Wortmeldung oder Fragen sehe ich. Dann kommen wir hier jetzt zur Abstimmung. Wer dafür ist, dafür, den Antrag in diesem Plenum einzubringen, der möge sich jetzt melden. Das ist einstimmig. Sie schaffen den nicht mehr? Nein, wir können nicht durch. Der andere, die beiden dürfen sich nicht begegnen. Gut. Da wir nur noch 5 Minuten haben und gleich der erste Kandidat für die Fraktionsgeschäftsführung kommt und das Streaming ja noch ausgemacht werden muss und so weiter, würde ich jetzt die Sitzung für 5 Minuten unterbrechen. Um 11 Uhr stellt sich der Kandidat vor und wir gehen in den ersten nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Oder Kandidatin, natürlich. Ich weiß es doch selber nicht, Mensch. Ja, wir werden nach dem nicht öffentlichen Teil nochmal öffentlich. Wir bauen nicht ab, keine Angst. Ja, vielen Dank, Toso. Wie lange? Dreiviertel Stunde? 12.30 Uhr. Bis 12.30 Uhr. Ja, bis 12.30 Uhr stellen sich ja beide Kandidaten nacheinander, Kandidaten, Kandidatinnen nacheinander vor. Bis gleich, Stream. Scheiße, es könnte natürlich mit den Reden schwierig werden, das stimmt. Ja, müssen wir nachher doch nochmal gucken. Wir müssten, sollten, könnten weitermachen. Und zwar sind wir unserem Protokollanten gerade quitt geworden, weil es mit einem Antrag immer noch Probleme bei der Formatierung gibt, die nicht gelöst werden. Und da muss der Grumpy sich gerade darum kümmern, sonst kann er nicht eingereicht werden. Wir haben aber noch einen Top zu besprechen, und zwar Top 10, hier laut Liste von Freitag. Journalismus ist kein Landesverrat. Angriffe auf Pressefreiheit mit Mitteln des Strafrechts, des Marken- oder Urheberrechts unterlassen. Antragsteller ist Daniel Schwert. Direkte Abstimmung, Block 1 Debatte. Wir haben am Freitag nicht über diesen Antrag gesprochen, weil der Antragsteller nicht anwesend war und keiner für ihn übernehmen konnte. Gibt es jemanden, der diesen Antrag vorstellen möchte? Stelle fest, das ist gerade nicht der Fall. Dann gibt es Fragen, Anmerkungen zu diesem Antrag. Ich weiß, aber erstmal frage ich, ob jemand anders Fragen oder Anmerkungen zu dem Antrag hat. Gut. Dann möchte ich 4 Anmerkungen zu diesem Antrag machen und einen Antrag stellen. Erste Anmerkung. Dieser Antrag kam zu spät. Wir haben eine Deadline, wo wir sagen, bis dahin müssen Anträge hier sein. Die ist schon so ein bisschen aufgeweicht und ein paar Leute kommen auch um 2-3 Minuten nach der Deadline. Das wird noch angenommen. Den Antrag haben wir auch angenommen. Allerdings war er über 1/2 Stunde zu spät. Und mit den markigen Worten, da habt ihr Macht fertig. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr habt die Mail alle bekommen. Zweiter Punkt. Der Antragsteller war weder am Freitag noch heute da und stellt diesen Antrag hier nicht vor. Nach meinem Erachten ist das relativ respektlos gegenüber dem Rest von uns, der sich jetzt darum kümmern soll, dass dieser Antrag irgendwie irgendwo behandelt wird. Dritter Punkt. Dieser Antrag ist nicht mit Referenten abgesprochen, sagen die Referenten in der Referentenrunde. Und vierter Punkt. Die Referenten sind einhellig der Meinung, dieser Antrag kommt zu spät. Der ist einfach nicht mehr tagesaktuell. Das Thema Landesverrat ist durch. Wir reden über den Antrag Nächste Woche im Plenum. Anderthalb Wochen nach Antragstellung. So um was richtig.
Das Ding ist einfach durch, das ist nicht mehr aktuell. Die Referenten sehen in diesem Antrag keinen Mehrwert mehr. Dies gesagt, möchte ich meine Meinung kundtun und meine Meinung lautet, wir sollten diesen Antrag nicht ins nächste Plenum einbringen. Anscheinend gibt es da kein Interesse daran, dass der Antrag kommt. Anscheinend ist er auch bei den Referenten nicht gut gelitten und dementsprechend sollten wir diesen Antrag meiner Meinung nach nicht ins Plenum einbringen. Punkt. Das war meine Wortmeldung. Dann jetzt der Olaf. Die ersten drei Punkte finde ich jetzt gar nicht mal so wichtig, denn wenn der Antrag gut wäre, dann sollte man trotzdem nehmen. Von daher finde ich das Argument zu spät gut. Ich möchte aber trotzdem noch ein ganz anderes Argument gegen diesen Antrag einbringen. Ich glaube, mit dieser Sache lässt man sich langsam ins Boxhorn jagen. Was ist denn passiert durch diese Anzeige? Durch diese Anzeige wird über den Inhalt des Papiers nicht geredet und das ist gewollt. Und auf diese Diskussion einzuspringen, egal ob der jetzt noch zeitlich wäre oder nicht, möchte es nur noch als ein weiteres Gegenargument zu dem Antrag anbringen, bin ich auf jeden Fall dagegen, diesen Antrag so zu stellen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Der Grumpy. Ich war jetzt leider gerade im Haus unterwegs. Ich möchte dazu sagen, ich würde diesen Antrag ablehnen, denn, so unglaublich es sich anhören mag, ich halte das Zeitfenster für nicht passend, dieses Thema im Landtag zu behandeln. Denn auf der Bundesebene hat sich einiges getan und ist gerade einiges in der Schwebe. Und von daher sehe ich hier auch ja, eigentlich keine Möglichkeit, das Ganze thematisch platzieren zu können. Ich würde ihn ablehnen, gerade. Weitere Wortmeldungen, Fragen, Anmerkungen? Dietmar. Ja, ich kann mal so ein Sammeldings aufmachen. Also auch die, also die Aufforderung an die Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Wir haben zumindest aus meinem Kenntnisbereich keinen Fall, wo die Landesregierung mal irgendwie was in diese Richtung erwogen hätte oder unternommen hätte. Denn die Geschichte mit der Funke-Gruppe, die ist ja nun nicht von der Landesregierung ausgegangen, sondern von der Bundesregierung. Also von daher wäre der Punkt 1 der Beschlussfassung meines Erachtens, das ist so eine Art vorbeugende Unterlassungserklärung oder sowas. Also da ja, halte ich jetzt ehrlich gesagt auch juristisch noch nicht so allzu viel von, es sei denn, es zeichnet sich wirklich etwas ab, was kommen könnte. Sehe ich aber auch jetzt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das hier im Kreise irgendwie anders ist, ob jemand was sieht, dass da Ungemach droht irgendwem, insbesondere Journalisten. Also von daher, ich bin auch dagegen, den Antrag einzureichen. Wie gesagt, ich habe ihn komplett gelesen. Ist gut geschrieben, aber ja, das alleine reicht aus meiner Sicht nicht. Thorsten. Ja, ich bin dafür, den Antrag einzureichen. Schon alleine, weil wir uns da sehr deutlich positioniert haben, weil wir genau den Fall, um den es hier geht, wir spiegeln da die Dokumente weiterhin, wo die ehemalige WAZ, jetzige Funke-Gruppe verklagt worden ist und anscheinend den ersten Prozess verloren hat. Unsere Fraktion hat diese Dokumente weiterhin online und es ist sehr wohl, finde ich, angemessen oder angezeigt, dass sich hier alle politischen Kräfte im Land mal äußern, wie sie sich denn dazu stellen. Und sich einfach wegducken, so wie es bis jetzt passiert. Also die anderen politischen Kräfte halte ich halt nicht für sinnvoll und mit so einem Antrag kann man sie halt mal dazu bringen, Farbe zu bekennen. Sollen sie doch mal zeigen, wie sie selber dazu stehen. Weitere Anmerkungen, Fragen, irgendwas? Dann möchte ich noch eben anmerken, dass der Titel des Antrags natürlich ganz klar auf Landesverrat hinweist, dass das auch ein Thema war, das wir parteipolitisch bespielt haben und dass ich persönlich der Meinung bin, dass das Thema einfach tatsächlich durch ist und dass wir jetzt hier im Landtag nicht nochmal den Brei, der nur noch lauwarm ist, nochmal heiß machen müssen, weil es einfach gar keinen Mehrwert für uns bringt. Aber sei es drum. Ich guck nochmal, bitte. Ich stimme. Gut. Wenn es dann keine weiteren Anmerkungen gibt, stimmen wir ab darüber. Soll der Antrag Journalismus ist kein Landesverrat
Angriff auf Pressefreiheit mit Mitteln des Strafrechts, des Marken- oder Urheberrechts unterlassen, im Plenum eingereicht werden. Wer dafür ist, mag sich bitte jetzt melden. Ja, Toso und Danebot. Wer dagegen ist, meldet sich bitte jetzt. Simone, Monika. Kannst du durchgehen. Olli, Nico. Nico, du und ich. Du noch. Ja. Wer enthält sich? Der Joachim ist dafür und enthält sich gleichzeitig. Okay. Dann nur Lukas und Frank. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Leute dafür, 2 dagegen, 2 Enthaltungen und bringen den Antrag. Ach so, dafür. Ah, 2 dafür, 10 dagegen. So rum. Ja, muss auch dafür dahin schreiben. Ja, habe ich. 2 Enthaltungen. Und damit bringen wir diesen Antrag nicht ein. Der nächste Punkt, und jetzt kommen nur noch 2 Sachen zur Information sozusagen, ist der Antrag Modellprojekt zur gesicherten Abgabe von Cannabis für Erwachsene. Antragsteller ist Lukas. Direkte Abstimmung Block 1. Das haben wir bereits positiv abgestimmt. Der Antrag wurde jetzt auch mit eingereicht. Da soll ich noch sagen, dass alles Relevante zu finden ist auf http://graspirin.de/sicher. Dieser Link soll verbreitet werden. Ich habe ihn jetzt im Stream gesagt. Auch ohne sicher. Auch ohne sicher ist Graspirin sicher. Und dann haben wir noch einen letzten Top, und zwar Leistungsfähigkeit der deutschen Game-Development-Branche. Ich hoffe, dass der Antrag auf seinem Titel korrekt geschrieben ist, weil hier steht Development. Okay. Dann ist das im Pad nur verschrieben. Antragsteller ist Simone, Ausschussüberweisung in der 12a18, Debatte Block 1. Auch den haben wir bereits positiv abgestimmt und der ist schon eingereicht. Das war das zu diesem Tagesordnungspunkt und das waren alle unsere Anträge. Sei denn, ich habe was Wichtiges übersehen. So, das war dieser Tagesordnungspunkt. Dann kommen wir jetzt muss ich mal eben gucken. Jetzt haben wir Top 6 Veranstaltungshinweise. Ja, hat da jemand drunter geschrieben. Tut mir leid, wir machen jetzt den nicht öffentlichen Teil Top 5. Was denn? Ich wundere mich nur gerade. Also zur Information für den Stream, es wurde ein neuer Tagesordnungspunkt ins Pad während dieser Sitzung anscheinend hinzugefügt. Ich habe ihn vorher nicht gesehen. Den können wir jetzt leider nicht machen, weil wir haben nicht öffentliche Teile und wir haben schon 13 Uhr. Ja. Also, Frank. Haben wir jetzt noch dringende Punkte, weil ich hätte sonst noch eine Frage zu einem Antrag. Wir haben kein sonstiges, aber Frage einfach zu einem Antrag. Entschuldigung, ja, ich hätte noch eine Frage zu einem Antrag. Können wir aber auch, also wir, die Sitzung ist ja noch nicht zu Ende, wir haben noch Sitzung, oder was? Ja, wir müssen. Nee, okay, alles klar. Gut, dann ziehe ich das zurück, alles klar. Gut, dann beenden wir jetzt den öffentlichen Teil, gehen in den nicht öffentlichen Teil, Top 5. Jaroslav, du weißt Bescheid, Stream, auf Wiedersehen.